Hörsaal Digital ist das Schwerpunktthema der neuen Wirtschaft und Wissenschaft. Anhand einzelner Kapitel unseres neuen Tablet-Magazins zeigen wir Ihnen, was in der nächsten WNW in Online und Print zu sehen sein wird. Im Schwerpunkt der neuen WNW beschäftigen wir uns mit dem Thema Digitalisierung der Lehre. Da geht es insbesondere um das Thema MOOCs. Das heißt, dass Studenten auf der ganzen Welt von zu Hause aus Kurse digital besuchen können, zum Beispiel auch an der Universität Harvard in Amerika. Und passend zum Thema des Schwerpunktes verbinden wir den Text in unserer Tablet-Ausgabe mit vielen kleinen Videoelementen, mit Links und weiteren Bildergalerien. Im Heft haben wir auch ein Interview mit Aladin Elmar Falani. Er ist Politikprofessor an der Fachhochschule Münster und beschäftigt sich mit dem Bildungsaufstieg von Migranten. Er selber ist ein Sohn syrischer Einwanderer und ist mehrfach ausgezeichnet worden für seine Doktorarbeit zu dem Thema Bildungschancen von Migranten. Wir haben diesmal in unserer Tablet-Version eine etwas andere Variante des Interviews gewählt. Wir zeigen das Interview nicht in reiner Schrift, sondern wir haben die Fragen aufgeschrieben und wenn man sie anklickt, bekommt man die Antwort in einem Video. Ein Kind wächst auf in einem Milieu, wo alles knapp ist. Knappheit an Geld, Knappheit an Wissen, an Anerkennung. In einem weiteren Artikel im Heft geht es um die Plattform Science Data, die vom Stifterverband und Wissenschaft im Dialog finanziert wird. Auf dieser Plattform können Wissenschaftler um Fördergelder werben, mit denen sie Forschungsprojekte finanzieren können. Und wir stellen in dem Artikel eine junge Wissenschaftlerin vor. Sie ist Doktorandin im Fach Literaturwissenschaften und promoviert über das Thema orale Erzählkultur in Afrika. Sie hat über die Plattform Geld eingeworben und konnte sich somit eine Forschungsreise in den Senegal finanzieren. Und das beschreiben wir in dem Artikel, zeigen auch unter anderem ihr Bewerbungsvideo von der Plattform. Als ich letztens auf einer Party mit internationalen Studenten davon erzählte, dass ich über westafrikanische Literatur promoviere, erwiderte mein Gesprächspartner ganz erstaunt: "There is literature in Africa." Ein besonderes Highlight unserer neuen Ausgabe ist ein Ratespiel zum World University Ranking. Die beste deutsche Universität in diesem Ranking ist die Ludwig-Maximilian-Universität in München. Und in dem Spiel muss man jetzt entscheiden, ob einige andere Universitäten aus dem Ranking besser oder schlechter abgeschnitten haben. Das war richtig. Das war falsch. Anhand einzelner Kapitel unseres Tablet-Magazins zeigen wir Ihnen, was in der nächsten Wirtschaft und Wissenschaft... Wie können Leute im Fernsehen arbeiten?